So, jetzt kommen wir zum Kampf, der wird etwas knackiger. Hier kann man eine Errungenschaft freischalten. Man muss nur ein paar Dinge machen. Am besten alles, was hier steht. Nein, dazu gibt es ein separates Video. Das werde ich einfach verlinken noch dazu, also als Errungenschaft. Weil ich gehe darauf jetzt nicht näher ein, weil das würde zu lange dauern. Dafür haben wir das ja schließlich. Azurblauer Magier des Bösen. Das ist ein lustiger Kampf. Kann ich nur so viel zu sagen. Eisstachel. Er hat einen Buff. Wenn du jetzt physischen Schaden auf den Kerl machst, kriegst du Gemach und so. Das heißt, wir hauen da nur Stimme des Witters. Da gehen wir raus. Das ist ein physischer Angriff. Stimme des Drachens. Da gehen wir rein. Apokalyptischer Bolzen, einfach ausweichen. Moment, das war ein physischer Angriff und Reflexion. Plattenspringer auch raus. Nur hier haben wir einen zweigeteilten. Stimme des Widders, da gehen wir raus. Stimme des Drachens, gehen wir rein. Er mag keine Magie, ne? So, jetzt kommt alles auf einmal. Ich hoffe, das war. Stimme des Widders, da gehen wir raus. Stimme des Drachens, da gehen wir wieder rein. Ihr seht, dieser Kampf ist gar nicht so ohne. Das war der erste Akt von 3. Wir müssen das in unter ein paar Minuten schaffen. Jetzt ist es nämlich anders. Jetzt reflektiert er magische Attacken. Jetzt ruft er sein Stäbchen, das müssen wir unbedingt kaputt machen. Das macht nämlich Verbrennung. Einfach nur kurz anditschen. Wie gesagt, er reflektiert jetzt magische Attacken, Stimme des Widders raus. Selbst einschüchtern, reflektiert er. Stimme des Drachen rein. Apokalyptischer Bolzen, da rennen wir, gehen wir einfach vorweg. Dann kommt es da nochmal der Bolzen. Stimme des Widders. Jetzt kommt Akt 3. Jetzt kommt alles zusammen, nur viel schlimmer. Jetzt haben wir hier auch eine blaue Linie. Jetzt dürfen wir uns davon auch nicht mehr treffen lassen. Also, wenn wir die Errungenschaft haben wollen, dürfen wir hier nicht raus. Wir müssen so und so viele verschiedene Spells benutzen. Ja. Und los geht's. So, was machen wir zuerst? Magische Attacken. Das heißt, wir hauen da erst mit physischen drauf. Zack. Türme des Widders. Stimme des Drachen. Apokalyptische Brüllen, das ist ein bisschen fächerförmiger. Das ist
B5-Monster-Attacke. Jetzt kommt nämlich von mehreren Gegnern alles parallel. Netz. Theoretisch bräuchten wir jetzt einfach einen Teleport. Es gibt einen Teleport-Skill. Den ich natürlich nicht dabei habe. Normalerweise können wir sich dann zum Außenbereich teleportieren. Aber wir können das ja auch mit dem Diamantrücken abfangen. Sollten uns aber auch schleunigst da rausbegeben. Wir haben Damage bekommen, das heißt, wir kriegen die Errungenschaft schon mal nicht. Gut, wir machen das Ganze nochmal. Also ich zeige ja nochmal, wie das mit dem Teleport geht. Was ist denn die Idealzeit? Okay. So, was ist der Teleport? Der Teleport-Zauber. Ich muss ihn kurz suchen. Das war keiner der Skills. Hier haben wir auch Kurzanalyse. Hier ist der Skin, womit wir Gruppe heilen können und auch Statuseffekte entfernen können. Ich glaube, da war auf den ersten zwei, drei Seiten. Böse Ahnung hier. So, was nehmen wir für die böse Ahnung mit? Wir nehmen den raus. So, ich zeige euch einmal, was böse Ahnung ist. Das ist quasi das hier. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. So, mein Freund Nase. Du reflektierst ja zuerst mal Gear-Attacken. Ach. Jetzt reflektierst du physische Attacken. Du willst mich wohl auch verarschen. Stimme des Witters, einfach rausgehen. Dann kommt gleich Stimme des Witters, da gehen wir dann rein. Stimme des Drachens. Dann kommt wieder der Witter. Halt, das ist eine physische. Ton können wir abbrechen. Ja, also theoretisch würden wir die Errungenschaft jetzt schon nicht mehr kriegen. Passiert alles auf einmal. Wir haben Paralyse gehabt. So, wir werden den Kampf gleich nochmal zum dritten Mal machen. Dann werde ich das einmal in voll zeigen. Wir müssen es halt richtig machen. Eigentlich wollte ich das nicht machen, aber ich mache es gleich nochmal. So, dann, du warst jetzt gegen Magieattacken nicht resistent, ne? Gut, rechts, das reflektiert magische Attacken. Na gut, der Run ist sowieso für die Katz. Oh, da rennen wir raus aus den apokalyptischen Bolzen und das glühende Ango machen wir weg. Das ist wichtig. Ansonsten kriegen wir Verbrennungsdecks und dann haben wir das auch schon wieder nicht geschafft. So, wieder raus. Drache danach rein. Pass auf. Gerade. Aber wir können uns auch so töten lassen, kein Thema.
Wie gesagt, wir dürfen uns von nichts treffen lassen. Er macht Eisstachel, das heißt, er ist gegen Magie resistent. Ne, ja, physische Angriffe. Das heißt, wir hauen da jetzt Full Magie drauf. Stimmt, jetzt wird das raus. Stimmt, das Drachen rein. Eine magie-neutrale Attacke. Bolzen weg. Nein, das ist eine physische. Stimme des Widders, da gehen wir weg. Halt einen Moment, da macht Drache im Anschluss gleich rein. Plattenspringer. Und tausend andere Dinge. So, das war's theoretisch. Wir müssen aber auch so und so viele Spells einsetzen, verschiedene. Weil jetzt gegen physische Attacken nehmen. Das heißt, wir springen ihn an, machen die Mob. Nee, wir machen erstmal Gruppen. Er wirft magische Attacken zurück. Das heißt, es wird ein langer, ausdauernder Kampf. Oh, er ruft seine Dudes hier. Die hauen wir kurz weg, weil sonst kriegen wir Verbrennung. Da rennen wir kurz raus. Was? Stimme des Widders. Das war nochmal knapp. Gut, dass wir da gescheitert haben mit Drache rein. Mit Spontanität. War eine ganz spontane Sache. Bolzen weg. Apokalyptischer Bolzen rausrennen. Stimme des Widders gehen wir weg. Und Drache gehen wir ran. Der hat übrigens keine Auto-Attacks. So, das war Phase 2. 3 Minuten. Nächster Akt. Und jetzt ist es random. Er switcht hin und her. Wo mein Freund Nase. Was magst du nicht? Du wirfst psychische Attacken zurück. Jetzt beginnt der Spaß. Stimme des Widders, da gehen wir raus. Wie gesagt, er hat jetzt mehrere Attacken drauf. Drache rein. Wir dürfen uns von nichts treffen lassen. Apokalyptisches Brüllen raus. Das ist ein bisschen wirr, der Kampf. So, jetzt macht er seine Winddinger. Dann macht er den Bolzen. Netz. So, raus teleportieren, fertig. Eisstachel, das heißt, er ist jetzt immun gegen physische. Plattenspringer. Kampf ist vorbei. Kein Damage bekommen. Da ich die Errungenschaft schon habe, kann ich leider jetzt nicht sagen, ob es funktioniert hat. Aber ich glaube, man muss auch so und so viel zaubern zu benutzen. Aber wie gesagt, im anderen Video mehr dazu. Ich sag Dankeschön.